Fragen beantwortet werden. Ja, Diskussionsstoff hat es im Hanapi-Stadion genug gegeben, vor allem in der zweiten Spielhälfte. Begonnen hat Schiedsrichter Grabherr mit dem nicht gegebenen Tor von Jan-Age Fjordjof zum 2:1. Und die Frage natürlich, warum haben Sie es nicht gegeben? Ja, der Schütze hat verlangt, dass der Ball gesperrt ist. Ich war am Mauerstellen und in dem Moment, wo ich von der Mauer weglaufe, hat der Schütze geschossen und ich habe den Ball noch nicht freigegeben. Rapid-Spieler haben zu Ihnen noch gesagt, warum haben Sie es nicht gegeben? Geben Sie es doch bitte. Wer ja, war das? Das war Karl Braunheder, der stand hinter mir und hat gesagt, geben Sie doch das Tor, aber ich kann das nicht geben, weil es den Regeln nicht entspricht. Jan-Age Fjordjof, das war ein wunderschönes Tor, ein Tor, das Sie wie oft trainiert haben? Na gut, das war ein wunderschönes Tor. Ich bin hingelaufen und ich wollte nur den Elstner sagen, wie ist er Nummer für Tor des Monats. Aber gut, das ist ja klar, wie der Schiedsrichter sagt, wir haben verlangt, dass der Mauer 9 Meter weg gehen. Ja, schauen wir das hier. Ja, wir sehen jetzt die Einspielung. Mhm. Ja, und dann plötzlich ist der Ball in Luft. Der Madrejko hat das nicht verstanden, weil er versteht ja nur, der ist ja von Tadschikistan und der hat ja auch die Pfiffe nicht verstanden. Und dann habe ich mich wirklich gefreut und der Brauner, der versteht Deutsch. Wir werden es noch aus einer anderen Perspektive sehen. Gustl Starek regt sich hier natürlich auf. Wunderschön gemacht. Das ist der zweite. Na, aber hat's gut, nicht mehr so gut, nein, gut geklappt. Aber gut, der Schiedsrichter hat das richtig gemacht, das kann ich nur sagen, weil er hat gesagt, wir müssen auf den Pfiff warten und dann ist es nicht gegeben. So, und jetzt sehen wir die Szene, die geführt hat zum 2:1. Das Tor hat Blitzenetz erzielt, aber wie hat das erzielt? Wir sehen hier, zuvor haben wir es gesehen und jetzt die Wiederholung, ein Kopfball, aber mit der Hand ins Tor den Ball hineingedrückt. Ja, das war ein Corner von der rechten Seite von Sascha Medlitzki und ich bin von der Strafraumgrenze weggelaufen und habe den Ball nicht mehr ganz rein im Kopf erwischt und der ist mir ein bisschen auf die linke Hand gefallen und ins Tor. Also aber Gott sei Dank, der Schiedsrichter hat das Tor gegeben und das kommt im Fußball halt immer vor. Das sind so Augenblicksentscheidungen und wir haben Gott sei Dank 2:1 gewonnen. Schiedsrichter Grabherr, Sie haben es nicht gesehen, Sie haben keine Chance gehabt, aus Ihrer Position es zu sehen. Ich war ca. 10 Meter weg vom Geschehen und habe also gemeint, dass der Ball mit dem Kopf ins Tor geschossen wurde. Ich habe sie wirklich nicht gesehen. Man sieht es aber auch im Fernsehen nicht ganz genau, ob er es mit der Hand gespielt hat oder nicht. Jan-Age Fjordjof, summa summarum, Rapid hat hervorragend gespielt. Ein verdienter Sieg und möglicherweise gute Vorzeichen fürs Derby. Glaube ich auch, der Sieg geht in Ordnung. Und wenn das ein Handspiel war, ich habe das nicht genau gesehen, aber dann meine ich, dass die letzte Zeit, das war für Rapid rechtfertig. Gut, danke und dann zurück auf den Königlberg. Ja. Diego Blitzenetz könnte man sagen bei diesem Handtor, das Rapid letztlich den Sieg gebracht hat.